Für den Unterricht verwende ich gerne die Annotationsfunktion. Beispielsweise für ein einzelnes Bild. Ich wähle es in diesem Fall mal aus und klicke anschließend auf dieses Symbol hier und wähle dann das Bild aus, das ich beschriften möchte. Und du siehst, du hast hier verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel um ein Rechteck aufzuziehen. Das kannst du nachträglich, wenn du es auswählst, also auf den Rahmen klickst, auch in der Dicke noch anpassen. Man kann Pfeile hinterlassen und Texte anbringen. Man kann es auch brauchen, um jemandem ein Feedback zu hinterlassen. Das darf natürlich durchaus auch etwas Positives sein. Und man kann auch nachträglich dieses Bild zuschneiden. Für Karten eignet sich allenfalls dieses Filzstiftwerkzeug, mit dem du einen Pfad aufzeichnen kannst, der aber jederzeit auswählbar ist, in der Größe geändert oder auch wieder gelöscht werden kann. Wenn du das Fenster schließt, so wird diese Änderung direkt aufs Bild übernommen. Und so hast du im Nu eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gemacht.